Hallo und willkommen zu meinem ersten Speedrun-Weltrekordversuch. Ich habe mir direkt ein ziemlich aktuelles Spiel ausgesucht und zwar Far Cry 4 auf dem Schwierigkeitsmodus schwer im Offline-Variante. Wir wollen ja keine von irgendwelchen anderen Leuten. Fangen direkt mal an. Das Intro lasse ich übrigens durchlaufen. Die Zeit fängt aber erst an, sobald wir wirklich die Kontrolle über das Spiel haben. Deswegen findet ihr jetzt wahrscheinlich irgendwo auf dem Bildschirm unten rechts oder links einen Knopf, mit dem ihr bis zum aktuellen wirklichen Gameplay vorspringen könnt. Für alle anderen, die einfach nur das Intro jetzt sehen wollen, halte ich mal die Klappe bzw. mich mit den Kommentaren etwas zurück oder kommentiere nur, wenn was wirklich Witziges ist. Bis dann, sag ich mal, viel Spaß beim Gucken. Beziehungsweise solange noch nichts ist, kann ich ja noch ein bisschen drüber reden. Mr. Gale, ich bin Chef Peterson von der US-Botschaft hier in Patna. Ich rufe an, weil Sie einen Antrag auf ein Touristenvisum für Indien mit Weiterreise nach Kyrat gestellt haben. Wir können nur Ihren Status als US-Bürger bestätigen, da uns keine offiziellen Akten über Ihre kyratische Staatsangehörigkeit vorliegen. Außerdem muss ich Ihnen sowieso von einer Reise nach Kyrat abraten. Es besteht aktuell ein Reisewarnung. Wegen des Aufstands der Terroristen vom Goldenen Pfad haben wir zurzeit keine diplomatische Präsenz in Kyrat. Was Ihre Absicht angeht, die eingeäscherten Überreste einer gewissen Aishwarya Gale mitzunehmen, Sie benötigen einen Pass. Hey. Dein Pass. Ich frag mich gerade, ob in Far Cry 3 auch schon Affen dabei waren. Die haben es mit Affen. Naja. Wie man das so kennt, ein bisschen Schmiergeld kann nicht schaden. Lass mich reden. Was Diese Intro-Sequenz gab es übrigens schon als Demo auf der E3 letztes Jahr oder dieses Jahr, ich bin mir gar nicht sicher. Deswegen kennen die meisten von euch das wahrscheinlich schon, wissen was jetzt passiert. Wie gesagt, Überspringen-Button ist noch da. Das hätte ihn eiskalt erwischen müssen, wenn mich nicht alles täuscht. Warum haben sie gerade auf ihn geschossen, als er nur da saß? Und jetzt, wo er fliehen will, schießen sie nicht mehr. Irgendwie ein bisschen seltsam, ich halt. Hallo, Paganmin. Ich weiß genau, was ich sagte. Stoppt den Bus. Ja, stoppt den Bus. Nicht beschießt den Bus. Ich wähle meine Worte mit Bedacht. Stoppt. Beschießt. Stoppt. Beschießt. Da kann man ihm eigentlich nur recht geben. Klingt nicht ähnlich. Klingen diese Worte irgendwie ähnlich? Nein. Es geriet außer Kontrolle. Pardon, nicht zugehört. Was sagtest du? Es geriet außer Kontrolle. Geriet außer Kontrolle. Ich hasse es, wenn Dinge außer Kontrolle geraten. Hattest einen scheiß Job. Hast du versaut. Jetzt habe ich Blut auf meinen Schuhen. Du hast es sogar im Gesicht. Es gibt ja noch einen Silberstreif. Du hast es nicht komplett versaut. Steh auf, Junge. Diese Augen würde ich überall erkennen.
Das Ganze tut mir wirklich sehr leid. Das sollte eigentlich... Jedenfalls so nicht. Wir haben eine Party für dich vorbereitet. Aber ich kenne deinen Namen noch nicht. Wer ist das? Hm? Deine plus eins? Starker Stellertyp, sehr gut. Die ganze Sache ist mir wirklich sehr peinlich. Eigentlich sollte das alles, ja, ganz locker laufen. Aber wenn man Affen Zucker gibt, bewerfen sie sich. Mit süßer Scheiße, weißt du. Oh, hältst du das mal? Nur einen Moment, ich will nur ganz schnell ein Foto. Guck in die Kamera, lächeln. Regieren Kameras überhaupt, wenn man Handschuhe anhat? Super. Hier muss ich jetzt ein bisschen drüber reden. Wegen der Musik. Nicht, dass YouTube mir dann am Ende des Videos sperrt oder zumindest den Ton wegmacht. Weil ich vermute, das ist GEMA geschützt. Da sind wir in Deutschland ja noch ein bisschen doof dran, würde ich sagen. Deswegen, Fresse, Musik. So, wenn ihr uns aber dem Anfang vom Spiel, es kommt noch eine kleine Sequenz, dann geht's los. Und gratuliere Ashley von mir, wenn du das nächste Mal zu Hause bist. Ich muss sagen, Paul, dein kleines Eckchen von Kyrat hier ist sehr hübsch. Ich habe mehr Ketten und Gewinsel erwartet. Aber ich kenne dich. Irgendwo hier gibt es ein dunkles Örtchen, wo im Geheimen Blut fließt. Dein schräges Grinsen verrät dich mal wieder, Dipleur. Jetzt nimm ihm doch endlich den Sack vom Kopf. Warum macht er überhaupt einen auf? Ich dachte, er ist geladener Gast. Nochmal, es tut mir furchtbar leid, was da passiert ist. Ich hatte eher sowas im Sinn. Also von vorn. Vorstellung. AJ Gale, unser Ehrengast. Paul, der sehr großzügige Gastgeber. Dieser kleine Affe, dessen Namen ich nicht kenne. Und ich bin natürlich Pagan Min. Du erinnerst dich wirklich nicht an mich, oder? Deine Mutter, sie hat nie von mir gesprochen, hat mich niemals erwähnt. Das ändern wir. Paul, ich brauche Cash. Wie viel brauchst du? Na, alles. Danke. Bitteschön. Okay. Wer ist das, dieses Lächeln? Sie? Ja, ich. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Man muss schon ziemliches Ego haben, um sich selber auf Geldscheine drucken zu lassen. Deine Mutter andererseits, sie hat mich verstanden. Sie kannte mich auf eine Art wie sonst keiner. Ah, die Erinnerung. Das erinnert mich so ein bisschen an hier Big Lebowski, wo sie die Asche verstreuen und dann alles im Gesicht haben. Sie sagte, sie liebt mich. Frauen können das. Sie können sagen, dass sie dich in diesem Moment lieben. Männer andererseits, nein. Nein, Männer lieben immer nur im Nachhinein. Wenn viel Distanz dazwischen liegt. Also, als deine Mutter entschied, mit dir auf der Hüfte in die Staaten zu fliehen, gab ich nur mir selbst die Schuld. Dann wurde mir klar, das war nicht ich. Nein, es war der verfickte goldene Pfad. Diese scheiß Terroristen, die machen alles kaputt. Wie das hier? Hat dir nie jemand gesagt, dass es unhöflich ist, am Tisch zu texten? Lass mal sehen. Gib das Telefon. Echt, Jungs, durchsuchen wir die Leute nicht mehr. Eine gute Frage. Was für ein Fächter? Bin bei AJ Gale. Das wird euch gefallen. Hilfe. Du simmst um Hilfe. Man simst nicht um Hilfe, man schreit um Hilfe. Also du wirst um Hilfe. Weil wenn man schreit, kriegen andere das mit. Wenn du was tust, dann tu es richtig. Also los. Na los. Schrei um Hilfe. Schrei um Hilfe. Hilfe. Ach, dämlich. Schrei um Hilfe. Hilfe. Du musst es glauben. Hilfe. Hilfe. Nutz dein Zwerchfell. Hilfe. Hilfe. Schon ein bisschen armselig eigentlich. Ja, nichts. Ich fürchte, die werden nicht kommen, mein Freund. Findet raus, was er weiß. Terroristen, was? Nun, bitte, bleib doch hier. Genieße das Krabbenrangoon. Geh nicht weg, ich bin gleich zurück.
So, Yuma, und jetzt geht's dann gleich los. Nochmal kurz schwarz, dann kommt Ladebildschirm. Und dann müssen wir uns direkt beeilen. Blenden wir mal kurz den Timer ein und los. So, am Anfang müsst ihr ziemlich schnell sein. Über den Tisch rennen, das Geld einsammeln, was dann eingeblendet wird, wenn ihr fertig seid. Ihr könnt leider nicht rennen, sondern nur euch schnell bewegen. Ein bisschen Sachen einsammeln, die kann man später nicht wirklich gebrauchen, aber hey, wir sind schon mal dabei. Und außerdem gibt es vielleicht noch ein bisschen Geld. Da hinten ist noch eine Truhe, in der ihr Sachen findet, die ihr später verticken und daraus Kohle machen könnt. Weil da unten gibt es noch mehr Sachen, die ihr einsammeln könnt. Wenn man rennen könnte, würde man rennen. Was zum Teufel? Ein bisschen hier unten euch umgucken. Da ist die zweite Kiste mit Sachen und Geld drin. Merken, immer gerade davor stellen, von schräg vorher kann man die nicht aufmachen. Und dann könntet ihr theoretisch runtergehen. Ist aber, glaube ich, eine bessere Idee, wenn ihr nochmal hochgeht. Da gibt es nicht wirklich unbedingt was zu finden. Aber einen wunderbaren Trick, den man nutzen kann. Nämlich hier über den Balkon springen. Na komm schon. Na gut, vielleicht auch nicht. Gut, prägen wir uns halt den Laufweg der Wachen ein. Auch sehr wichtig, um zu wissen, wie wir danach rauskommen. Nein, alles Spaß. Der schnellste Weg ist, indem ihr euch einfach an den Tisch stellt und wartet. Und zwar knapp 5 bis 6 Minuten. Wir beschleunigen das Ganze dann mal ein bisschen, damit wir jetzt nicht die ganze Zeit wieder Stillstand haben. Auf, ich glaube, 20-fache Geschwindigkeit habe ich es jetzt gestellt. Tüdelüdelü. Ist ein netter kleiner Trick. Ich vermute, manche von euch werden es auch schon in irgendwelchen Videos gesehen haben, dass man so das Spiel schnell beenden kann. Aber hey, ich wollte unbedingt erstens den Timecode oben mal benutzen und zweitens diese Verschnellerung, also ein bisschen mit Premiere rumspielen. Deswegen dachte ich mir, warum verpacke ich es nicht witzig? Haha. So, 4 Minuten haben wir rum, 5 Minuten rum, so gut wie. Dann machen wir es gleich mal wieder langsam, denn wenn ihr etwa 5 Minuten gewartet habt, passiert Folgendes. Dann kommt der gute Paganmin wieder. Fun-fucking-tastisch. Du, Sir, bist ein Gentleman. Ich muss mich entschuldigen. Wir sahen Terroristen in der Nähe, bla bla. Gentleman's Agreement. Huha! Das Krabben-Rangoon. Na, es ist... Wunderbar. Hm. Na, dann komm, gehen wir. Tja, alles klar. Das ist auch so ein bisschen... Dieses Ende macht genau das, was ich am Spiel eigentlich kritisiert habe, dass man sich erst durch 5 Milliarden Sachen eigentlich durchschießen muss, um die Asche der Mutter dann zu verstreuen, wo ich mir denke, wer ist so blöd und macht das? Und hier gehst du dahin, wartest, er fliegt dich dann dahin, weißt du, Spiel vorbei. Es überrascht mich schon, dass deine Mutter dich bat, sie den ganzen Weg hierher zu bringen. Das absolut logischste Danke sehr, Ende. Herr Kamran. Dann soll ich Ihnen folgen? Gott verdammt, ja, Junge, die Asche deiner Mutter verstreut sich nicht von selbst. Nun, hat deine Mutter dir je von deinem Vater erzählt? Noch ein bisschen Niemals Hintergrundgeschichte. Nein. Mohan, der große Führer des Goldenen Pfads. Dieser Drecksack. Er war so eine Art Zuhälter, schickte sie als Spione zu mir. Aber wir verliebten uns, bekamen ein Kind. Und da zeigte Mohan dann sein wahres Gesicht. Er hat dich und deine Mutter vertrieben und ermordete deine Schwester. Lakshmana. Deshalb sind wir hier. Schöner kleiner Schrein. Lakshmana sollte nicht länger alleine sein. Ich bin so froh, dass wir endlich wieder vereint sind. Hier gibt es dann übrigens wirklich was Witziges, wo man Zeit sparen kann, wenn man es mit Maus und Tastatur spielt gegenüber dem Controller. Und zwar hat das was mit der Drehgeschwindigkeit zu tun. Wenn man es nämlich hier gleich wieder die Kontrolle kriegt, kann man vorlaufen, schnell E drücken, sich dann ganz schnell umdrehen und die Tür aufmachen. Was dann auch der Punkt ist, wo das Spiel wirklich zu Ende ist. So, Achtung, jetzt. Zack. Und fertig. 6 Minuten, 32 Sekunden, 55 Hundertstel. Oh, prima. Ist doch mal eine schöne Geht Zeit. Geht es dir jetzt besser? Hast du damit abgeschlossen? Gut. Ja. Dann können wir jetzt vielleicht endlich ein bisschen rumballern. Ach, immer diese blöde Musik. Eigentlich ist es voll das geile Lied, aber man darf es ja nicht hören lassen. Menno.
Naja, egal. Das war auf jeden Fall die schnellste Variante, das Spiel zu gewinnen. Und damit wir die Musik nicht weiterhören können, breche ich mal die Credits ab. Insgesamt dauert es quasi 15 Minuten, weil man sich ja noch den ganzen Anfang angucken muss. Und ja, jetzt kann man quasi das Spiel starten und es dann auf die richtige Weise durchspielen. Aber das ist dann quasi das schnellste Ende und auch, ich glaube, das Einzige, was wirklich gewaltfrei funktioniert. So dass man wirklich selber niemanden umbringen muss. Da gibt es ja auch irgendwie so eine Institution, die darauf testet. Finde ich ganz witzig. Egal. Das war's auf jeden Fall von mir für Far Cry 4. Vielleicht mache ich noch ein kleines Video dazu, wie ich es finde. Das war's auf jeden Fall. Schaltet wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.